Das ist halt auch eine schöne Stelle da, ne, so? Von dem Hintergrund her und auch von der Umgebung von der näheren. Ich finde auch diese Sandverwehungen vor der Pyramide ziemlich cool wieder. Moinsen und herzlich willkommen zurück zu Suchtis Factory. Und es ist jetzt endlich soweit. Das Update 3 ist in der Staple-Version des Spiels, also in der normalen Early Access, angekommen. Es ist nicht mehr länger Experimental. Ich bin hier allerdings immer noch in der Experimental-Version unterwegs, weil das Ganze hier im Voraus aufgenommen ist. Allerdings entspricht diese Version jetzt hier, die 11.69.97, wohl schon sehr stark oder eigentlich fast exakt der Version, die in den Staple dann gehen wird. Die kam quasi heute Nachmittag noch raus auf der Experimental-Version dieses Update hier. Und ihr habt jetzt wahrscheinlich quasi fast genau das Gleiche, was ich hier spiele, nur halt im Staple, also in der Early Access-Version. Der Wahnsinn! Das heißt, wir sind fast auf demselben Stand hier an der Stelle. Es gab noch mal ein paar kleinere kosmetische Änderungen. Und zwar gab es zum Beispiel hier für die Inventaranzeige noch mal die richtigen Icons für die Items. Ja, jetzt hat sich ja hier das Aussehen von den KI-Begrenzern oder von den Quarzoszillatoren schon als Modell, wenn man die jetzt hier hinschmeißt, in der Welt geändert. Aber hier im Inventar war das ja immer noch das alte Bild. Jetzt haben sie das angepasst hier, dass das jetzt das neue ist. Ja, und ein paar Fehler an der Map wurden noch gefixt in der Wüste. Da gab es wohl noch ein paar Fehlerchen. Das wurde jetzt schon behoben. Das ist also quasi nur ein Bugfix und ein bisschen ein kosmetisches Update jetzt noch gewesen. Also so Kleinigkeiten, die halt noch offen waren. Genau, ich habe jetzt hier mal bei unserer Hängebrücke, unserer wundervollen großen Hängebrücke, habe ich mal eine Bahnstation aufgebaut. Denn wir müssen ja von hier ein paar Dinge abtransportieren. Zum einen das Gummi und zum anderen KI-Begrenzer, die wir für die Produktion von Munition, weil dazu brauchen wir ja Signalisatoren, die müssen wir noch anfertigen, die wir entsprechend dann zur Pyramide transportieren mit einem Zug. Und ich fahre jetzt einfach mal mit der Elektrolokomotive zu der Bahnstation, zu der wir dann entsprechend das Zeug liefern. Das interessiert mich nämlich jetzt mal. Ich will mal wissen, ob meine Strecke funktioniert, die ich hier durch die Wüste gebaut habe. Also bei der Strecke habe ich schon ein bisschen Wert drauf gelegt, dass die sich so ein bisschen in die Wüste so ein bisschen einpasst. Also ich habe versucht, sie nicht zu hoch zu bauen. Also ich habe quasi versucht, mir die Höhenstufen zu nehmen, wo ich möglichst wenig Rampen bauen muss, möglichst wenig oder möglichst wenig Abstand zur Wüstensandoberfläche habe. Ja, also dass ich möglichst halt nicht zu weit oben bin mit der Strecke. Dass wir quasi so ein bisschen so eine niedrige Brücke durch die Wüste gebaut haben. Und dass man, wenn man etwas tiefer steht, also wenn man zu Fuß vielleicht durch die Wüste geht, dass man die Bahnstrecke vielleicht auch erstmal gar nicht so sehen kann von Weitem. Dass die wirklich erst dann sichtbar ist, wenn man auf einer sehr hohen Düne steht oder wenn man von weiter weg schaut. Das war so ein bisschen der Plan jetzt hier an der Stelle. Natürlich musste ich hier an der Stelle geradeaus den höchsten Punkt überwinden, nämlich die höchste Düne. Da musste halt die Strecke unbedingt drüber führen. Man hätte sie möglicherweise auch direkt durch die Düne legen können, aber dann würde der Zug durch die Düne durchfahren. Ist dann so eine Frage, ob man das halt visuell haben möchte. Ich bin auch so ein bisschen am Überlegen, ob ich das vielleicht mal ausprobieren soll, weil dann würde nämlich da hinten an der Stelle, wo wir gerade drüber gefahren sind, der Zug noch ein bisschen niedriger sein. Also dann würde man die Strecke nicht mehr so sehen. Genau, dann fahren wir hier in die Pyramide. Und dann ist hier entsprechend dann die Bahnstation unter der Pyramide. Das war ein ganz schönes Abgezirkel hier. Das kann ich euch aber mal sagen. Mit dem Wüstensand und der Bahnstation. Wir haben hier für jede Ressource, die wir hier brauchen, eine Entladestation. Die können wir gleich direkt mal hier auf Entladen stellen. So, bevor wir das wieder vergessen. Und damit wir hier eine Querstromverbindung für unsere Fabrik haben, können wir hier auch gleich mal die Bahnstation ans Stromnetz anschließen. Das ist ja auch so ein Ding. Ja, dann können wir nämlich hier, wenn mal irgendwie die Stromleitung hierher irgendwie aus einem Versehen heraus gekappt werden sollte, haben wir hier nämlich über die Schienen eine Notstromversorgung, eine Notstromleitung. Dann bleibt hier trotzdem alles intakt. Genau. Machen wir das doch mal hier. Oder wir machen das mal über eine Wandstromleitung vielleicht einfach. Eine weitere Wandhalterung. Ja, die Wandhalterungen sind halt auch in Update 3 drin. Wenn ihr euch fragt, wie ihr die bekommen könnt,
Ihr müsst quasi... Moment, jetzt muss ich mal gerade gucken. Ich muss mal gerade mir hier noch mal ein bisschen Fundament nach vorne ziehen. Wenn ihr euch fragt, wie ihr die bekommt, ihr müsst quasi erstmal natürlich die Katerium-Forschung machen, damit ihr die MK1 bis 3 oder 2 bis 3 Masten bekommt für den Strom. Katerium-Forschung in der MAM entsprechend. Könnt ihr das machen? Die MAM ist diese Einrichtung hier. Da müsst ihr entsprechend Katerium in der Welt finden, das entsprechend durchforschen. Und dann könnt ihr am Coupon-Shop, am Awesome-Shop mit den Coupons, die ihr aus dem Schredder bekommt, den Blueprint für die Wandhalterungen entsprechend freischalten. Ja, für alle, die sich fragen, wie das geht. Nochmal schnell erklärt an der Stelle. Ist nicht schwer. Ich kann auf jeden Fall immer nur empfehlen, wenn ihr neue Inhalte vermisst bei euch, schaut auf jeden Fall in die MAM rein. Meistens verstecken sich da noch so ein paar Sachen, die ihr noch erforschen könnt, wo dann vielleicht noch die ein oder andere Anlage mit dranhängt. So, jetzt benennen wir hier an der Stelle erstmal diese Bahnstation. Das ist nämlich jetzt die Pyra... Nee, nicht die Prya. Pyramidenfabrik. Genau. Wunderbar. Und das wird unser... Den machen wir auch mal... Das ist der Pyramidenzug. Der Pyramidenzug. Genau. Und dem geben wir jetzt gleich mal zwei Wagen und den können wir dann schon mal pendeln lassen. Ich hoffe, ich habe jetzt Material für die Wagen. Ja. Aber gerade noch genug. Nicht schlecht. So, dann lassen wir den mal hier. Zeitplan technisch von der Pyramidenfabrik pendeln zur Hängebrückenfabrik. Genau, jetzt sehen wir hier gerade auch, das Interface hat sich, glaube ich, auch nochmal ein bisschen geändert hier mit dem Stationsauswahl-Dings und so. Und wir haben ja auch gesehen, jetzt sind nur die Stationen auch auswählbar, die wir hier in diesem Netz jetzt haben. Genau. Break ist gerade angesagt. Ah ja, ich muss noch den Autopilot einschalten. So, und jetzt müsste er das eigentlich packen. Ja, dann fahre ich gleich mal wieder mit zurück, würde ich sagen. Ja, den Kern der Pyramide hier unten werde ich wahrscheinlich so weit zubauen, dass man die Düne in der Mitte nicht mehr sehen kann. Ja, dass man vielleicht hier so ein bisschen so ein Tunnelsystem in die Pyramide noch einbaut oder so. Und ja, jetzt müssen wir mal dafür sorgen, dass wir an der Mainbase zum einen natürlich erstmal das Gummi in die Bahnstation kriegen. Und noch die Produktion für KI-Begrenzer an den Start kriegen. Das ist noch so ein bisschen der Plan. Ach, wie geil das aussieht, darf ich das mal sagen? Wie geil das aussieht mit dieser Pyramide da in der Wüste. Das ist halt auch eine schöne Stelle da, ne? So an sich. Das passt eigentlich ganz gut. So von dem Hintergrund her und auch von der Umgebung, von der näheren. Ich finde auch diese Sandverwehungen vor der Pyramide ziemlich cool, wie da so sich bei den Dünen der Sand so wegfliegt, so im Vordergrund. Das hat echt so ein bisschen was von Stargate. Schon ziemlich geil. Und sie hat auch genau die richtige Größe. Sie dürfte nicht größer sein, so rein visuell. Wenn sie größer wäre, würde das schon wieder ein bisschen komisch aussehen wahrscheinlich. Genau, hier die Felswand werden wir wahrscheinlich eh komplett zubauen. Deswegen habe ich hier auch mal die Bahnstrecke direkt davor verlegt. Und hier musste ich halt so ein bisschen über die Strecke für den Schlepper drüber bauen, über die Straße. Deswegen ist da so eine Rampe an der Stelle. So, da sind wir bei der Hängebrückenfabrik angekommen. Der Wahnsinn. Steigen wir doch gleich mal aus. Und dann werden wir mal an der Stelle dafür sorgen, dass wir zum einen... die KI-Begrenzer, die neuen KI-Begrenzer, die jetzt ja anders aussehen, bauen. Dazu brauchen wir die Kupferplatten. Und hatten wir die Produktion eigentlich schon wieder angeworfen? Ja, nicht ganz. Genau, hier muss ich nochmal ein bisschen nachkorrigieren. Denn hier hatten wir ja noch keine Fusionatoren am Start. Genau. Ich nutze hier gerade übrigens die Pipettenfunktion, ohne dass ich jetzt hier irgendwie Schnelltasten benutzen muss für die ganzen Sachen. Für die ganzen Objekte, die ich hier platziere. Also wenn ich zum Beispiel ein Förderband bauen will, nehme ich hier, gucke ich das Förderband an, drücke die mittlere Maustaste und dann habe ich das Förderband, was hier schon steht, wieder in der Bauauswahl. Geht aber nur, wenn ihr schon entweder im Abrissmodus oder im Baumodus gerade seid. Ja, wenn ihr gerade schon baut oder ne, wenn ihr halt abreißen wollt gerade. Ansonsten könnt ihr nicht mit der mittleren Maustaste irgendwas anwählen. Das geht nur,
über diesen Umweg. Ist aber schon ein geiles Tool, weil so kann man, wenn man jetzt hier sagt, ach, jetzt hätte ich hier gerne mal kurz noch ein paar Foundations, einfach mal schnell in den Abrissmodus gehen, mittlere Maustaste drücken und zack, kann man direkt loslegen. Ich habe eh gleich keinen Zement mehr, dann kann ich das jetzt hier auch gleich noch platzieren. Genau, sind die eigentlich angeschlossen hier schon? Oh, da ist noch gar nichts ausgewählt. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Ist ja voll schlampig hier. Wir brauchen nämlich dringend diese Platten. Diese erhöhte Produktion für die Platten. Weil, wie gesagt, wir brauchen ganz dringend die KI-Begrenzer. Und für die KI-Begrenzer braucht man eine ganz schön stattliche Menge von den bedampften Platten. Ich glaube, jede Anlage für die Produktion von einem KI-Begrenzer braucht eine komplette Raffinerie von den bedampften Platten. So, vom Verhältnis her. Das ist schon eine ganze Menge eigentlich. Das muss man erstmal. Das muss erstmal ausstoßen, so. Das ist nicht so ohne. So, dann machen wir mal hier gleich. Machen wir hier mal gleich. Das. Schön die Verteilung sichern. Kann ich hier nicht eigentlich straight direkt in das Rohr rein? Oder. Ah, nee, es geht. Sieht doof aus dann, glaube ich. Nee, wir können das aber hier hinsetzen. So, dann gib mir mal hier das Rohr. Das Rohr. Das Rohr. So, jetzt müssen wir noch hier die Barren abzweigen, so ein bisschen. Hatte ich hier eigentlich schon eine Abzweigung gebaut? Da hatte ich schon eine Abzweigung, da drüben. Ah, leider komme ich da nicht drüber. Das ist natürlich schade, da ist die Hitbox im Weg. Geht das vielleicht irgendwie, dass wir da trotzdem noch dran vorbeikommen? Geht wahrscheinlich nicht, wa? Da ist einfach die. Da ist einfach zu eng. Da müssen wir hier noch einen Splitter hinbauen. Da hilft das alles nichts. Jetzt habe ich wieder die Pipettenfunktion vergessen. Ich vergesse das halt selber auch immer noch, ne? Das ist einfach so eine geile neue Funktion, dass ich die selber einfach immer noch mal vergesse ab und zu. Das gibt's einfach nicht. Und dann könnte ich mich immer so. Könnte ich mir mal selber so in den Popo beißen. Wenn ich mir dann so denke, Alter, du hast die Pipettenfunktion wieder vergessen. Du hast das vergessen, was du den Leuten gerade schon wieder erklärt hast. Aber so ist das. Man vergisst das halt. Ich bin ja nicht damit aufgewachsen oder so. Genau. So. Dann gehen wir dann mal hier rein. Dann gehen wir hier raus. Ja, machen wir da gleich mal einen Splitter. Da habe ich schon wieder nicht gemacht. Da habe ich schon wieder keine Pipette benutzt. Schlambisch, schlambisch. Schlambisch, schlambisch ist er. Dabei sind ja die Objekte, die ich baue, komplett um mich rum. Die befinden sich ja überall hier gerade quasi. So. Ja, mach's mal so, dass es ein bisschen gerade ist. Genau. Der Wahnsinn. Guckt euch das an. So, ich hoffe mal, die Menge an Barren, die da jetzt rauskommt, ist genug. Warte mal, wie viel wird denn da jetzt rausgestoßen eigentlich? 37,5, also 75, 22, ja, müsste ungefähr hinkommen, vielleicht ist es ein bisschen zu wenig. Wir werden es ja sehen. Erstmal die Produktion an den Start bringen. Vielleicht hier nochmal einen Mast aufbauen. Ah ja, genau, das Aussehen von den MK3-Strommasten hat sich nochmal geändert. Das ist jetzt nochmal ein bisschen anders. Die leuchten jetzt auch wieder, die Strommasten. Die haben jetzt wieder leuchtende Elemente. Ne, man sieht das jetzt hier. Sind auch wieder ein bisschen größer geworden, die MK3er. Die waren vorher kleiner gewesen. Wir nehmen den mal hier ran. So, genau. Sehr schön, sehr schön. So, die müssten jetzt eigentlich laufen. Ah ja, nee, Moment. Hier muss ich dann noch verbinden. Das habe ich noch nicht gemacht. Jetzt müssten sie laufen. Ja, sieht gut aus. 22,5 mal 3 ist das hier. Sind, ja, irgendwas um die 75 müsste das eigentlich sein. Oder, ja, doch. Müsste ungefähr sich überschneiden. Müsste eigentlich okay sein. Genau, hier ist eh gerade voll gelaufen. Turbodraht produzieren wir da unten.
Das müssen wir noch zusammen fusionieren, sehe ich gerade. Das fehlt noch. So, ich habe übrigens mal eine Umfrage gemacht im Livestream. Was denn an neuen Projekten als nächstes kommen soll? Also ich habe mal die Wahl gestellt zwischen The Forest und Kirby Space Program, dass ich Kirby Space Program nochmal bringen will. Das, und Forest auch, das ist ja schon länger geplant. Aber was ich denn davon zuerst mal wieder zeigen soll, auch auf YouTube. Und da wurde sich entschieden für Kirby Space Program tatsächlich. Das heißt, Kirby Space Program wird wahrscheinlich dann so in den nächsten Wochen, wir rechnen jetzt einfach mal erstmal mit Wochen, mal wieder auf meinem Kanal zu sehen sein. Ganz kurz nochmal, was ist Kirby Space Program? Das ist quasi ein Weltraum-Sandbox-Spiel, wo es darum geht, eigene Raumfahrzeuge in einem, ja, Sonnensystem zum Ziel zu bringen. Also wirklich anhand von echten Orbital Mechanics auch. Also so richtig physikalisch korrekt quasi. Und ja, das ist ein ziemlich cooles Spiel tatsächlich. Eigentlich eines der besten Early Access Spiele, die es überhaupt gibt. So, ich würde mal vorschlagen, wir machen das jetzt mal so. Genau, wir lassen das von hier kommen und das andere, also die Platten lassen wir von hier kommen. Das war quasi die Produktion für die KI-Begrenzer so ein bisschen von beiden Seiten befördern, genau. So, jetzt hier daneben direkt den nächsten. So, da haben wir in der Mitte wieder Platz für unsere Verteilung. Förderbandsplitter für unsere hocheffiziente, überaus platzsparende Anordnung. Genau dahin, so. Wunderschön. So. Und so. Kirby Space Program ist schon ein geiles Spiel auf jeden Fall. Also da habe ich schon wirklich mir jetzt lange Zeit das mal vorgenommen. Auch weil ja jetzt, wie gesagt, bald... Was heißt bald? Dauert noch ein bisschen. Aber irgendwann kommt halt dann auch dieser zweite Teil. Und da bin ich ja schon richtig gehypt drauf. Also das ist ja mein meist erwartetes Spiel, wie gesagt. Also da werde ich wahrscheinlich genauso hart suchten wie Suchtis Factory mindestens, wenn Kirby Space Program 2 kommt. Das wird einfach so toll. Ich kann es kaum erwarten. So, KI-Begrenzer sehen ja jetzt neu aus. Ich hatte gerade kurz überlegt, wo sind sie denn? Auch die Platinen sehen ja jetzt neu aus. Das sieht ja fast aus wie eine Grafikkarte, fast schon. Wenn man sich das mal so anguckt. Herrlich. Und das sieht aus wie so ein Einschub für ein Server-Rack. So, dann wählen wir uns die mal aus. Die Blueprints. KI-Begrenzer. Ja, ihr könnt mir gerne mal schreiben, was ihr davon haltet, dass Kirby Space Program mal wieder kommt. Ich finde es schon spannend irgendwie. Es ist ein ziemlich cooles Spiel. Man kann da wirklich... Eigentlich kann man da unendlich lange spielen in Kirby Space Program. Ich werde zwar den Karrieremodus spielen, aber prinzipiell kann man da dann immer auch noch weitermachen. Also man kann immer auch mal abgefahrene Raumschiffe bauen mit ganz vielen Teilen und so. Auch da ist es wieder so ein Spiel, da setzt einem nur der eigene Rechner, die eigene Hardware eigentlich eine Grenze. Was die Größe der Raumschiffe angeht und so, das ist schon echt abgefahren. Ich habe das immer sehr gefeiert eigentlich. Damit haben wir schon mal die Komponente. Jetzt holen wir uns noch hier die Kupferbleche raus. Kann man das jetzt hier so ran? Die Kupferbleche werden scheinbar schon bei was anderem gebraucht. Bei was denn eigentlich? Jetzt muss ich nochmal gucken. Jetzt muss ich nochmal interessiert gucken. Bei was werden denn hier Kupferbleche gebraucht? Huch, das ist ein Speicherfreeze, ein sogenannter. Der Speicherfreeze, der kommt in regelmäßigen Abständen, friert das Spiel ein, aber sorgt auch dafür, dass wir im Falle eines Crashes nicht allzu viel verlieren, weil wir einen Zwischenstand des Spiels auf der Festplatte anlegen. Wer hätte das gedacht? Das ist der Speicherfreeze. So nennt man ihn. Und so kennt man ihn. Genau, 6 Kupferbleche werden hier schon gebraucht. Okay, dann muss ich das entsprechend hier nochmal absplittern irgendwo. Können wir ja eigentlich gleich auf der richtigen Höhe machen. Mal gucken, ob ich das hinkriege. Bestimmt kriege ich das nicht hin. Muss noch mal abzählen, wo oben jetzt nochmal genau bei welcher Foundation dann entsprechend unsere Anlage steht. Hier, okay. Weißt du was? Ich lösche mich einfach nach unten durch hier. Das wäre... okay, das geht nicht. Da unten sind ja die anderen. Obwohl, warte doch, das geht. So, die Bleche sind...
hier an der Stelle, genau. Okay. Und jetzt sehe ich ja quasi, hier wäre dann quasi das Band. Dann kann ich den Förderbandsplitter für diese Anlage ja quasi eigentlich hier hinstellen. Hierhin. So. Dann machen wir das hier nämlich an der Stelle nicht hoch, sondern wir ziehen das auf die Höhe von dem Splitter. Und hier können wir ja dann wieder reingehen, genau. Und dann ziehe ich hier den Lift nach oben. Na, du schaffst es. Jawohl. Sehr schön. Und dann können wir das ja hier einfach mal reinfädeln. Nein, eins zu tief. Scheiße. Kann ich das von hier? Ja, müsste gehen eigentlich. Jawohl. So. Nice. Was ist, wenn ich das drehe nochmal? Ja, ich weiß. La, la, la. Ich weiß, ich weiß. Dieser Perfektionismus. Schrecklich. Okay. So, so ist okay. Ach so, ja, stimmt. Nee, hahaha, wir hatten ja gesagt. Hahaha. Ja, wir hatten ja hahaha gesagt, genau. Wir wollten das doch auf die nächste höhere Stufe bringen. La, 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 la. Hat er wieder geschlafen, der Spielbär. Guten Morgen, Herr Spielbär. Wir haben wieder aus dem Moostopf geklettert. Direkt. Unglaublich. So ist er. Da wirst du es wohl verbinden jetzt. Genau. So, jetzt brauchen wir noch Bauer. Tut mir leid, dass es hier gerade so dunkel ist, aber es ist gerade irgendwie wieder die Sonne untergegangen. Ich weiß auch nicht, wie das immer wieder passiert. Immer wieder geht diese Sonne unter. Unglaublich. Können wir das hier zufällig? Ne, warte mal, da müssen wir es ja wieder fusionieren. Stell das mal hier hin. Dann hol dir den Strom mal von... Wo haben wir hier mal noch einen Strom? Da. Na. Da. Jetzt. Ich kann ja mal hier die Lampe anmachen, aber es bringt eigentlich nicht so viel, die Funzel. Die Funzel teilt so ein bisschen die direkte, das direkte Sichtfeld. Aber der andere Rest ist leider mal noch ein bisschen dunkel. Nein, was machst du? Sollst doch da verbinden. Jetzt, genau. Nice. KI-Begrenzer werden produziert. So, jetzt müssen wir mal schauen. Jetzt müssen wir es noch fusionieren. Einmal fusionieren. So, ich weiß nicht, ob ich da drüben jetzt nochmal Anlagen bauen werde. Wahrscheinlich schon, weil unterm Strich wird es wahrscheinlich sich wieder als nicht genügend herausstellen, was wir jetzt hier raushauen. Deswegen ist das gar nicht so schlecht, wenn wir hier noch ein bisschen auf Masse gehen. Außer vielleicht jetzt hier an der Stelle. Das, so war das, ne? Muss ich schon wieder überlegen, war das so? Wenn ich jetzt da die Lifte baue, müssten sie sich doch... Ja, perfekt, okay. Direkt in der Eingang-Ausgang von Lift und... Fusionator stehen sich direkt gegenüber, so war das. Genau, hervorragend, hervorragend. So, jetzt muss ich hier noch irgendwie ein Dings bauen. Mann, jetzt rutscht er nicht ständig ab, bleib doch mal da stehen jetzt. Kann ja wohl nicht wahr sein hier. Ist das mittig? Jetzt ist mittig. So genau, wir fusionieren das jetzt erstmal. Wusch und wusch. Und da sind sie, die KI-Begrenzer. Jawohl, kleine Server-Racks hier. Guckt sie euch an, wunderschön. So, und die werden jetzt da hochgeleitet zur Bandstation. Kann ich doch eigentlich auch hier durchlotsen. Ja, guck mal, wenn wir hier jetzt ein Löchlein hinmachen. Mach ich hier nochmal auf. Dann machen wir da drüben. Da drüben machen wir auch wieder ein Loch auf. Ah, okay, ja, stimmt, da war ja. Dann machen wir das anders. Was habe ich jetzt gemacht? Dann machen wir das anders. Was habe ich jetzt gemacht? Ach so, das wollte ich nicht. Wir bauen jetzt hier einfach mal so eine... sowas. Und dann ziehen wir das einfach
von da nach da. Schön in die Mitte. Oder da. Nee, da drüber geht's nicht tatsächlich. Man muss es, wenn, dann dahin machen und dann so hoch. Dann sieht das auch gleich wieder ein bisschen cooler aus. Genau, die Wand will ich auf jeden Fall zubauen. Das heißt, da könnte man zum Beispiel auch noch so Lifte bauen. Für Material. Theoretisch könnte man den auch noch gleich ein bisschen größer bauen. Ich mache das jetzt einfach mal ein bisschen provisorisch. Wir tun mal so, als wäre hier an der Kante ein Schacht nach unten. Wo unten zwei Öffnungen sind quasi. Einer geht hier rein. Und der andere geht dann entsprechend da hinten rein. Warte mal. Komme ich von... Nee, es geht nicht, oder? Das ist zu weit weg. Die Maximallänge der Förderbänder wurde ja jetzt verkürzt in Update 3. Das werde ich nicht schaffen, glaube ich, darüber, oder? Das geht nicht. Nee. Nee, nicht mehr ansatzweise. Schade. Dann müssen wir mal schauen, dass wir hier einen kleinen Knick reinmachen einfach. Genau, haben wir. Und jetzt noch das Gummi. Das Gummi haben wir hier am Produzieren. In den zwei Raffinerien. Auch da haben wir noch keine Förderbänder. Das Förderband hier lege ich jetzt aber einfach mal durch den Felsen durch tatsächlich. Was werden die sagen? Oh, durch den Felsen durch. Was ist in ihn gefahren? Ist es Wahnsinn? Ist es Kühnheit? Ist es vielleicht Überzuckerung? Man weiß es nicht. Einfach mal ganz dreist durch Felsen durchbauen hier. Kann ja wohl nicht wahr sein. So. Gummi. Jawohl. Am Start. So, jetzt kann ich die Lampe auch wieder ausmachen. Jetzt ist gerade wieder hell. So, dann machen wir mal hier einen Lift nach oben. Ja, dann ziehe ich das einfach hier so drüber. Hier so lang. Hier unten drunter laufen Rohre durch, deswegen kann ich da jetzt den Schacht nicht nehmen. Aber ich könnte eigentlich hier oben auch noch einen Schacht draus machen, also noch mit Wänden verkleiden. Die Fabriken ändern sich ja auch immer ein bisschen. Die wachsen ja immer so ein bisschen mit den Wegen, die so ein Förderband dann letztendlich nimmt und so. Das verändert sich ja ständig eigentlich. Oder mit den Updates, wenn wieder neue Bauelemente dazukommen. So, hier machen wir mal eine kleine Förderbandbrücke hin, dass wir da unten drunter durchlaufen können. Genau, einmal hier hin. Hochbauen. So, dann brauchen wir da einen Lift. So, Förderband rein. Jawohl. Nice, so, da haben wir das erstmal verbunden und das wird jetzt entsprechend zu unserer Bahnstation an der Pyramide transportiert. So wie es sein soll und da, wo es halt hin soll. Ich will jetzt mal gerade hier hochfliegen. Ich muss mal mehr Rohre auch installieren, mehr Hypertubes. Das ist ja momentan noch so ein bisschen ein Bewegungsalbtraum. Gerade wenn man versucht, da zur Railgun hochzukommen, zur Railgun-Pyramide, ist das noch so ein bisschen, so ein bisschen anstrengend momentan, weil es einfach nur eine Hypertube da hoch gibt. Wo ist denn der Zug gerade? Ah, der fährt gerade zur Pyramide. Kann ich mir jetzt noch einen bauen oder habe ich jetzt nicht genug Material? Ich kann mir noch einen bauen, dann fahre ich selber dahin. Sehr schön. Aber eine Lieferung hat er jetzt noch nicht bekommen, oder? Also der hat noch nicht jetzt geliefert. Werden wir ja gleich sehen. Ich fahre mal hin und guck mal, was drin ist in den Stationen. Ja, und dann haben wir eigentlich alle Grundstoffe, die wir brauchen. Erstmal natürlich für Quarzoszillatoren, weil Quarz können wir ja direkt in der Munitionspyramide verarbeiten, in der Fabrik direkt. Weil wir Rohquarz haben wir ja schon verarbeitet. Genau, das wird ja da schon hingeliefert, ist ja schon da. Das heißt, Oszillatoren können wir jetzt dann machen. Und aus den Oszillatoren können wir ganz einfach Signalisatoren machen, die wir brauchen für die Munition. Und jetzt werden einige fragen, wo kriegst du den Stahl her? Den Stahl, den können wir vor Ort auch da machen in der Pyramide. Weil dort sind sowohl Eisen als auch Kohlequellen am Start. Nur die Eisenquelle müssen wir noch ausrüsten. Genau, prinzipiell könnten wir sogar das mit Wasser dann herstellen. Weil wir haben ja da jetzt eine Wasserleitung. Wir pumpen ja das Wasser
für den Quarz. Wenn ihr das nicht gesehen habt, könnt ihr euch die vorherige Folge nochmal angucken. Die pumpt man ja aus der Tiefe. Tatsächlich. Also da ist so ein Wasserloch und da passt genau ein Wasserextraktor rein. Das ist sehr witzig. Also selbst in der Wüste gibt es genug Wasser. Oder zumindest genug für die nötigsten Produktionslinien einer Munitionsfabrik. Ja. Tatsächlich haben wir hier schon die ersten KI-Begrenzer bekommen. Nicht schlecht. Sehr gut, sehr gut. So, dann können wir ja schon mal das ganze Zeug nach oben fädeln. Da muss ich jetzt mal gucken, wo ich da jetzt den Schacht baue. Ist hier drüber irgendwas? Scheinbar ist da... Ja, da ist die Seite der Pyramide, okay. Dann machen wir da wieder zu. Dann wäre das wahrscheinlich hier die beste Möglichkeit. Entweder hier. Ja, da ist die Möglichkeit, einen Schacht zu ziehen. Ich ziehe nämlich immer so die Schächte mit diesen Gestängen nach oben. Für die Lifte. Das ist ganz gut eigentlich. Dann kann man das so ein bisschen auch gestalterisch mit einbinden. Scheiße, ich habe ja gar keine... Ich habe ja gar keinen Zement schon wieder. Ach man, ich bin schon wieder so geil vorbereitet. Ich hätte einfach Zement mitnehmen sollen. Hätte ich wieder vergessen. Ah, egal. Kann ich trotzdem Förderbandlifte bauen? Ich brauche ja nur 2 Stück eigentlich. Ja, geht. Aber auch da habe ich nicht mehr genug. Ah, ich habe nicht mehr genug Material. Ich muss mich mit der Railgun wieder wegschießen. Okay. Aber das wäre jetzt dann halt der Plan als nächstes. Die Lifte hier hochzuziehen. Und dort oben dann Anlagen zu bauen. Ich kann ja mal schauen. Genau, wir bauen jetzt nochmal schnell in den letzten paar Minuten, die uns jetzt noch bleiben in dieser Folge. Bauen wir mal noch schnell Minatoren. Ich hoffe, da habe ich wenigstens genug Material für. Minatoren für das Eisen. Kohle fördern wir ja schon. Und verdichtete Kohle produzieren wir auch schon. Wir brauchen aber noch Eisen. So, jetzt ist jetzt die nächstgelegene Eisenquelle. Die sind eigentlich direkt hier... So im Umkreis. Selbst eine Kupferquelle ist, glaube ich, sogar da drüben direkt. Ja, das ist Kupfer, genau da drüben. Und da ist Eisen. Und die erschließen wir jetzt mal gleich. Da brauchen wir allerdings noch einen oder 3 mobile Miner. 1, 2, 3. Sehr schön. Und kann ich den machen? Ja. Da reicht's noch. Ich muss noch mal gucken, was für eine Quelle es war. Ich glaube, es war normale Qualität. Müsste eigentlich normal gewesen sein. Ja, normal. Genau, dann können wir die übertakten. Dann kriegen wir 600 raus. Jawohl. Strom noch anschließen. Ist da ein Strommast? Ne, ist gar kein Strommast da. Leitung zu lang. Aber da jetzt. Auch noch zu lang. Unglaublich. Immer die lange Leitung vom Spiel wäre hier. Sehr schön. Läuft. Gut. Hervorragend. Ein Förderband kann ich da jetzt nicht rausholen. Aber wir können ja schon mal gucken, welchen Blueprint wir dann benutzen werden. Für Stahl. Genau, mit verkokster Kohle können wir das machen. Also mit verdichteter Kohle meine ich natürlich. 37,5 pro Minute. Wir könnten es natürlich auch mit Petrolkoks machen. Aber das müssten wir uns dann wieder mit dem Zug holen noch zusätzlich. Also da müssten wir den Petrolkoks, den wir jetzt schon produzieren, noch in den dritten Wagen mit reinpacken. Für den Zug. Dann könnte man hier aus Eisenerz und Petrolkoks... Direkt ohne nochmal Barren draus machen zu müssen, könnte man dann entsprechend Dings machen. Oder man nimmt halt den. Weil der kommt halt richtig viel raus an Stahl, ne? 100 pro Minute, das ist nicht zu toppen eigentlich. Also sollten wir vielleicht doch nochmal irgendwie schauen, dass wir vielleicht noch einen dritten Wagen am Zug ranhängen. Mal schauen, wie viel Platz da jetzt noch ist. Reicht das vom Platz her überhaupt? Das ist zugebaut. Ich vermute mal, das reicht gar nicht. Vom Platz her. Das wird wahrscheinlich etwas schwierig. Das wird tatsächlich sehr, sehr schwierig. Ich habe übrigens mal hier dieses Wrack abgeknippert vom Strom. Das war nämlich noch dran. Das hat die ganze Zeit Strom gezogen.
Auch geil. So, jetzt bin ich sehr gespannt. Haben wir da noch Platz? Ich glaube ja nicht. Ja, obwohl... Für einen weiteren Bahnhof. Man könnte natürlich noch einen zweiten Bahnhof hier bauen, ne? Mit einer zweiten Gleisanordnung einfach. Hier wäre ja auch noch ein bisschen Platz. Und dann lässt man einfach einen Zug des Petrolkoks abholen. Aber dann bräuchte man an der anderen Location auch wieder einen zweiten Bahnhof. Da passt es halt leider nicht mehr hin. Oder man nimmt den Bahnhof wieder ein bisschen hier hin. Und dann hätte man vielleicht noch... Ja, doch, dann hätte man noch Platz für einen weiteren, wenn man es noch ein bisschen nach hier zieht. Muss ich wohl machen, tatsächlich. Aber das werde ich nicht mehr in dieser Folge machen. Das werde ich dann in einer der kommenden Folgen erledigen, meine lieben Freunde. Oder offscreen, ich glaube eher offscreen. Wenn es euch gefallen hat und ihr jetzt Bock bekommen habt, Satisfactory auch zu spielen, ihr könnt euch das gerne holen im Epic Store und ihr könnt euch das auch gerne mit meinem Creator Tag Spielbär mit AE kaufen. Das wird für euch dann nicht teurer, aber ihr unterstützt mich damit dann mit einem prozentualen Anteil am Kaufpreis, den Epic zahlt. Den müsst ihr nicht bezahlen, für euch wird es nicht teurer. Ihr könnt mich damit unterstützen, ohne irgendwie spenden zu müssen oder sonst was, einfach nur indem ihr Spiele kauft. Und das könnt ihr auch machen mit anderen Spielen. Das müsst ihr nicht unbedingt mit Satisfactory machen, wenn ihr das schon habt. Ihr könnt euch auch andere Spiele im Epic Store mit diesem Creator Tag kaufen. Das wäre sehr nett, wenn ihr das tun würdet. Ich bedanke mich auch bei allen, die das schon gemacht haben. Vielen lieben Dank. Und wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr könnt auch gerne die anderen Videos anschauen, die hier an dieser Stelle verlinkt sind. Oder meinen Kanal abonnieren, falls ihr das noch nicht getan haben solltet. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge. Suchtis Factory. Bis dann. Ciao, ciao.